Herzlich willkommen zu einem weiteren Krypto-Westfale-Video. Hier seht ihr mein Surrea-Fußball-Lineup, aber es geht heute um Surrea-NBA, also um Basketball. Und ich möchte euch eine Möglichkeit zeigen, wie ihr da ohne Investment eventuell ein paar ganz coole Gewinne abgreifen könnt. Vielleicht ganz kurz erst noch, hier ist das Fußball-Lineup, Spiele laufen gerade. Zum Beispiel hier sieht man gerade, Greuther Fürth spielt, mein Stürmer macht so einen mittelmäßig guten Job. Wenn euch für Surrea Fußball interessiert, checkt gerne dieses Video hier ab. Da habe ich nochmal erklärt, wie gerade die Situation ist. Es gibt sehr tiefe Einstiegspreise gerade. Ist also eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, wenn man damit anfangen möchte. Und da verlinke ich auch andere Surrea Videos, wo nochmal alles im Detail erklärt wird. Also das könnt ihr euch gerne anschauen. Das ist allerdings jetzt hier alles zum Fußballbereich. Bevor ich zu NBA gehe, ganz kurz mein Disclaimer, um klarzustellen, wie die Sache hier ist, also dass hier rechtlich alles safe ist. Also stoppt es gerne hier, lest euch das durch, Deutsch, Englisch und dann sollte eigentlich alles passen. So, gehen wir mal rüber zu NBA. NBA ist genauso aufgebaut wie der Fußballbereich. Man bekommt hier einige Common Cards zum Anfang und was ganz nice ist, man kann jeden Tag eine Common Karte umsonst abholen. Das heißt, man kann sich relativ schnell eigentlich ein großes Team aufbauen. Beim Fußball ist es allerdings so, dass man mit den Common Cards alleine nicht keine Gewinne bekommen kann. Bei NBA ist es anders. Wenn man auf Spielen geht und dann zum Beispiel hier anstehend, sieht man, es gibt drei Wettbewerbe im Common-Bereich, wo man also mit diesen Common Cards, mit diesen Karten, die man umsonst bekommt, spielen kann und wo man zumindest bei zwei von diesen dreien Limited Cards gewinnen kann. Und das ist sehr cool. Jetzt gucken wir uns gleich auch nochmal an. Ihr könnt natürlich auch in den Limited und Rare-Bewerben spielen. Rare ist wahrscheinlich ein bisschen sehr teuer, sagen wir mal in den Limited-Bereichen spielen. Dafür müsst ihr allerdings natürlich Karten kaufen. Wenn ihr das macht, dann könnt ihr das hier in der Auktion insbesondere machen, weil wenn ihr euch mit meinem Link anmeldet und 5 Karten in der Auktion kauft, bekommt ihr eine Karte gratis dazu. Das gilt auch beim Fußballbereich, gilt aber nur für den Limited. Schaut es euch mal an, ihr könnt auch erstmal mit Common anfangen und dann gucken, ob man dann vielleicht in Limited rübergeht. Aber ihr müsst es eben über den Link machen, sonst seid ihr für diesen Bonus nicht berechtigt. Und das geht auch nur, wenn ihr die über die Auktion kauft, nicht über diese Manager-Verkäufe. Aber bleiben wir mal dabei bei Common. Wir haben jetzt hier diese Common Cards. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Team zusammengestellt. Wie gesagt, ich bin kein großer Basketball-Experte, die also einfach mehr oder weniger entsprechend ihren Punkten reingeschmissen, wie ich die hier hatte. Also das ist hier mein Team. Diese 5 Spieler, wie gesagt, mir sagen die nicht so furchtbar viel. Und dann hat hier ein Punktelimit von 120. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall genau ausgenutzt. Das heißt, wenn ich den besten Spieler hier mit diesem Punkt für 51 zum Beispiel durch den hier ersetzen würde, sieht man, mein Punktelimit ist mehr. Das heißt, ich habe jetzt nur mehr Flexibilität. Eigentlich gehe ich mal davon aus, dass der auch nicht so gut ist wie der gute Luka Doncic. Insofern lasse ich den mal einfach drin. Okay, bleiben wir dabei. Das Team spielt jetzt. Und dann gucken wir mal, was es denn eigentlich gibt. Das sind die Rewards. Können wir mal draufklicken. Und hier sehen wir dann, wenn man Platz 1, 2 und 3 erreicht, dann bekommt man Limited Cards in Stufe 3 geschenkt. Also nicht geschenkt, die hat man dann gewonnen. Platz 1, 2, 3 ist wahrscheinlich ein bisschen unrealistisch, da muss schon gut laufen. Aber Platz 4 bis 50 könnte realistisch sein. Gucken wir vielleicht kurz rein, warum ich denke, dass es realistisch ist. Weil insgesamt gibt es jetzt hier 1900 Teilnehmer und es werden 325 Karten ausgeschüttet. Das heißt, die Chance, dass man gewinnt, ist bei roundabout 20%. Das ist eigentlich ganz okay. Da würde ich sagen, damit kann man arbeiten. Also, dass man keine Ahnung hat und einfach die Spieler nur nach ihren Werten aufstellt, glaube ich, wird man vielleicht nicht jede Woche gewinnen. Aber wir können hier zum Beispiel bei 2 Wettbewerben mitmachen. Wenn man genug Karten hat und die hat man relativ schnell zusammen, weil man ja jeden Tag eine abholen kann, dann hat man wirklich gute Chancen. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, was ich mitnehme. Und ja, gucken wir mal nach, was die Karten denn so wert sind. Vielleicht sagen wir mal, es ist realistisch, Platz 50 zu erreichen. Dann bekommen wir eine Limited-Karte, Stufe 4. Was heißt das? Gehen wir drauf. Hier sieht man die ganzen Spieler, die es gibt. Einen davon bekäme man dann. Wir suchen mal einfach zufällig einen raus. Hier, den guten Chris. Und spielt bei Toronto. Uns die Karten anschauen, gucken, was die kosten.
Die sind in der Auktion, das ist nicht relevant. Aber wenn man die kauft, ist sie so ungefähr bei 3 Dollar, 3,50 Dollar. Naja, das heißt, da hat man 3,50 Dollar gewonnen. Man kann die Karte dann einfach verkaufen und sich über das Geld freuen. Man kann das aber auch einfach ein paar Wochen hintereinander machen. Und wenn man dann 5 Karten hat, qualifiziert man sich natürlich automatisch für eines der anderen Turniere. Dann kann man nämlich im Limited-Bereich spielen. Das heißt, dann könnte man zum Beispiel hier im Limited Tip-Off spielen. Und da gibt es dann schon 1000 Karten bei 5000 Teilnehmern. Oder hier sogar, das ist ganz wild, 2000 Karten bei 1000 Teilnehmern. Das heißt, da gibt man auf jeden Fall, das verstehe ich nicht ganz, das ist bei mir jetzt gesperrt, weil ich nicht genug Karten habe dafür. Aber gucken wir mal, was die hier so wert wären. Wenn wir hier in den Preispool ranschauen, da gibt es dann schon Stufe 2 Karten für die ersten 3 Plätze. Wiederum sagen wir, ist ein bisschen schwierig. Aber Platz 4 bis 100, wo wir dann eine Stufe 3 Karte kriegen, das könnte ja schon was sein. Und dann werden die Karten halt wiederum entsprechend teurer. Das heißt, glaube ich, wenn man ein bisschen Glück hat, da ist man schon bei 10, 12 Dollar, Euro. Das heißt, wenn man ein bisschen Glück hat und sich da ein bisschen geschickt reinfuchst, denke ich, kann man da ganz gut was erreichen. Und zum Beispiel diese 12 Dollar Karte hier, könnte man easy, wenn man die gewinnt, die verkauft man dann. Und dann hätte man genug Geld, auch um zum Beispiel in die Auktion zu gehen. Und wenn man da nur Limited kauft, kann man mit 12 Dollar mit ziemlicher Sicherheit, da kann man sich auf jeden Fall ein 5-Karten-Team zusammenbasteln, wo man dann auch noch den Reward obendrauf kriegt. Also zum Beispiel, die gibt es hier für 80 Cent. Gut, das läuft jetzt hier noch 40 Minuten. Der wird nochmal hochgehen auf 2, 3 Dollar. Aber den gibt es halt für 5. Und der hat, glaube ich, einen ziemlich guten Score. 25 sieht man hier, vielleicht zu 3 hier. Also, ich sehe da großes Potenzial. Muss man natürlich Lust drauf haben, muss man Spaß dran haben. Ich wollte es euch heute vorstellen. Ich hoffe, es war interessant. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne bei mir. Meine Kontakte, Telegram-Gruppe ist in der Infobox und auch mein privater Telegram-Kontakt. Das heißt, ihr könnt mir einfach direkt schreiben. Und das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.